Die in der Abbildung dargestellte Schutzverriegelungsschaltung sorgt dafür, dass in einer Wendeschutzschaltung nicht beide Schütze gleichzeitig aktiviert werden können. Diese Schaltung ist entscheidend, um eine fehlerhafte Überlappung der Schütze zu verhindern. Jeder Schütz hat einen Öffnerkontakt des anderen Schützes in seiner Steuerleitung. Wenn ein Schütz aktiviert wird, unterbricht sein eigener Öffnerkontakt den Stromkreis des anderen Schützes. Was dazu führt, dass dieser nicht gleichzeitig eingeschaltet werden kann. Diese wechselseitige Verriegelung gewährleistet, dass immer nur ein Schütz zur gleichen Zeit betrieben wird, was die Sicherheit und korrekte Funktion der Steuerung gewährleistet.